Heute geht es um das Thema Glück und da ist mir gerade noch was passiert, ja, in Vorbereitung des Videos, was eigentlich erstmal meine Vorstellung völlig gesprengt hat und mich mega überrascht hat und in Frage gestellt hat, kann ich das jetzt überhaupt noch so machen, das Video? Aber es eigentlich passt genau dazu. Insofern, wenn es dich interessiert, bleib gern dran. Und am kommenden Samstag startet der Gesund und Glücklich Kongress. Das war eigentlich die Grundidee, warum ich jetzt zu diesem Video gekommen bin. Und ich freue mich auch, wenn du dort mal reinschaust. Also bis gleich nach einem kurzen Intro. So passend gerade zu dem Thema ist eine lustige Situation passiert. Ich gehe gerade noch zur Kamera hin, will da noch was umstellen, hat noch irgendwas gefehlt. Und der Boden ist so glatt bei mir hier, dass es mir mit meinen Wollsocken so schön auf einmal völlig unvermittelt die Füße weggezogen hat und ich wirklich hier längst vor der Kamera weggesegelt bin. Es ist leider nicht sichtbar, sonst hätte ich es als Intro lassen können. Es war spektakulär und ich bin wirklich senkrecht bumm auf den Boden geklatscht bin. Und das hat nochmal mehr bestätigt. Also wie schnell neigen wir dann dazu zu sagen, boah, jetzt habe ich gerade Pech gehabt. Und der ist so ein Glückspilz, aber ich bin gerade so ein Pechpilz, nennt man es ein Pechpilz. Also irgendwie ist unser Hirn total motiviert, ganz schnell in eine Kategorie einzusortieren. Ist es jetzt gerade gut, was mir passiert ist, dann habe ich gerade Glück gehabt oder ist es gerade Pech? Und dann könnte ich mich ja gerade schlecht fühlen und dann finde ich noch ganz viele Argumente, warum es mir gerade schlecht gehen muss. Und ich mag heute das Thema Glück mit dir mal auseinandernehmen, weil aus meiner Sicht sind es einfach nur zwei Faktoren, die zusammenkommen. Und der eine Faktor ist ein externer, also er kommt von außen, das sind also Rahmenbedingungen, die entstehen. Und das ist zum Beispiel sowas, mich legt es jetzt gerade hier vor der Kamera lang und das ist einfach nur ein Fakt. Das ist das, was passiert, was das Leben uns gerade kredenzt. Das ist sozusagen wie Überraschungsbefehl, hier liegt gerade das da, mach was draus. Und das können wir natürlich nicht beeinflussen und das ist was, was wir Menschen immer ganz, ganz schwer können, irgendwas einfach zulassen, dass das passiert. Und das sehen wir in sämtlichen Gesetzgebungen, das sehen wir in unserer ganzen Regulation, wie wir gerade hier im Westen leben, dass wir versuchen, immer Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine bestimmte Berechenbarkeit mitbringen. Und damit wollen wir uns natürlich schützen vor irgendwelchen Situationen, mit denen wir vielleicht schlechter klarkommen. Und da sind wir schon bei dem viel wichtigeren Punkt, nämlich den internen. Also, wie gehe ich mit der Situation um, wenn sie gerade passiert? Empfinde ich die gerade eher als was, was mir Pech bringt? Ist das was Blödes? Boah, mich legt es ja lang und ja klar, das tat kurz weh und das war überraschend und ich war gerade nicht harter Lage und das kann natürlich jetzt mein Ego tierisch stissen und sagen so, ey Alter, du hast irgendwie nichts im Griff. Aber ich kann es natürlich auch lustig nehmen und irgendwie als Amüsement und dann wird das ganz witzig. Und warum passiert das so? Und das ist eigentlich ganz simpel, dass unser Thalamus, also unser Verrechnungssystem, unser limbisches System, einfach nur einen Scan macht, was kommt da rein? Und dann kriegt er eine Million Impulse pro Sekunde. Also es ist gigantisch, unvorstellbar. Das ist also wie wenn du deinen Rechner mit einer Million unterschiedlicher Reize fütterst. Und dann hast du eher so ein Zufallsprinzip bei deinem Rechner, der dann sagt, okay, die Million könntest du ja nie überblicken, die da gerade reinkommt. Die könntest du auch auf keinem Bildschirm darstellen. Du musst das irgendwie runterbrechen auf 3, 4, 6, 7 Signale sein, die du dann noch verarbeiten kannst. Und genau das macht dein Thalamus. Da kommen also permanent diese Reize in uns rein. Und da ist noch das Geräusch dort und optisch, da geht gerade die Sonne so ein Stück hoch und da ist gerade Licht. Und dann habe ich noch ein Temperaturempfinden von hier und dann brummt vielleicht der Kühlschrank da drüben und dann läuft vielleicht der Fernseher an der anderen Ecke und die Kinder melden sich noch im Nachbarzimmer. Also das sind alles Reize, die da einströmen. Und dann merkst du schon, das wären viel, viel zu viele, um das irgendwie wahrzunehmen. Und was macht dein Thalamus also? Der rechnet das runter für dich. Also der sondiert, welche sollst du noch bewusst wahrnehmen. Und dann macht er erstmal einen groben Check und sagt, okay, auf die 200 breche ich es erstmal runter. Und von den 200 gucken wir eben dann nochmal ganz gezielt 3, 4, 5 Reize aus. Manche können 7 erfassen, 7, 8. Da streiten sich die Götter drüber. Das ist auch völlig egal, welche Zahl da dran steht. Fakt ist, es ist brutal viel weniger als diese Millionen, die da reinkommt. Und aus diesen Reizen baut er jetzt deine Realität. Und mit diesem, nehmen wir mal an, diesem Kernreiz jetzt, ich bin da hingefallen, das war in dem Moment, dass die Hauptwahrnehmung, die ich hatte. Ich falle, stürze und dann kam als zweiter Bit sozusagen, also Bit ist immer eine Informationseinheit, ne? Also das wäre jetzt ein Bit. Und aus dieser Million Bits, die da gerade vorhanden waren, habe ich mir den einen rausgesucht, der da gerade fällt und der zweite war dann der Schmerz. Und da könnte ich natürlich jetzt die Welt draus bauen und mir bestimmte Ableitungen machen.
und könnte schlussfolgern, dass ich eben zu den Pechpilzen im Leben gehöre, dass ich jetzt gerade nicht gut in Kontrolle bin. Jetzt können Sie sozusagen anfangen, mein Thalamus das mit alten Erfahrungen zu verrechnen und kann sagen, okay, damals hast du schon das und das erlebt, das passt ja auch ganz gut in das Bild, und versucht mir jetzt wieder eine Vorstellung zu machen, dass dieses gerade Erlebte schön da reinpasst. Und wenn du eben schon viele negative Erfahrungen gemacht hast mit diesen Stürzen, da hingen ganz oft negative Geschichten dran, dann wird das damit verknüpfen und dann wird dein Grundempfinden automatisch sein von, boah, ich habe eher Pech im Leben. Hast du dagegen eher eine Verknüpfung, die positiv damit verankert ist? Also bei mir ist das Stürzen zum Beispiel nichts Negatives. Ich habe als Jugendlicher habe ich Geräteturnen gemacht, da gehörte Stürzen dazu. Das war an der Tagesordnung und meistens war es lustig, weil du irgendwas Neues probiert hast und es ging schief. Und deswegen ist es bei mir eher positiv assoziiert. Also wird mein Thalamus jetzt diesen Sturz eher positiv witzig verankern. Der sagt zwar, ja, tut weh, aber das kenne ich, das ist nicht dramatisch. Und dann wird er mich sozusagen eher in die Glückspilzschiene reinbringen und sagen, ist ja gerade witzig, dass das passiert ist. Was machst du jetzt noch da draus? Irgendwie kannst du gerade daraus lernen, dass sich was Neues erschließt, dass du zum Beispiel das in das Video jetzt mit einbaust, das jetzt nicht verschweigst, weil das ist irgendwie so doof, wenn man hinfällt und sieht auch bescheuert aus, wenn sich da jemand langlegt. Aber wie kannst du es jetzt mit verwenden? Und dann merkst du schon, ist das einfach nur eine andere Verknüpfung. Und deswegen finde ich es total spannend, wir machen so gern diese externen Faktoren dafür verantwortlich und sagen, okay, wenn das jetzt Ergebnis A eintritt, dann habe ich einen schönen Tag, dann habe ich ein tolles Leben. Letzte Woche zum Beispiel mit einem sehr, sehr guten Freund zusammengesessen, der ist börsentechnisch sehr stark engagiert. Die Börsen, jeder, der es gerade verfolgt, der merkt, ja, das ist irgendwie gerade nie so toll. Und da ist das Leben eher traurig, ist gerade ganz viel Dramatik da und fühle ich mich doof. Und wenn das dann irgendwann mal wieder anders kommt, dann kann ich mich wieder besser fühlen. Also Szenario B eintritt, die Börsen steigen wieder, die Werte sind toll, boah, jetzt kann ich mich toll fühlen. Und da merkst du schon, das ist eine brutale Abhängigkeit. Also wir sind eigentlich in so einer Opferrolle. Ich bin, egal ob das jetzt positiv oder negativ kommt, ich bin immer das Opfer von diesen äußeren Umständen. Und wie viel mächtiger sind wir, wenn wir uns klar machen, ja, diese äußeren Umstände, die gibt's immer, die existieren jeden Tag. Also in dem Moment, wo du früh deinen Fuß aus dem Bett setzt und eigentlich auch noch davor, kommen äußere Umstände. Also es wird schon mal hell. Du merkst irgendwie, boah, jetzt kommt hier Licht, ich wollte eigentlich weiter schlafen. Äußere Umstand ist einfach gegeben. Und jetzt ist aber das viel interessantere für dich zu gucken, was macht das genau mit dir? Was löst das in dir aus? Und wie gehst du damit um? Und da sind wir auch sehr häufig bei so einem Warum, was wir im Leben haben. Also viele gucken immer, wie verhalte ich mich jetzt gerade? Ach, der hat sich so und so verhalten, das ist jetzt doof. Oder der andere hat sich so und so verhalten, das finde ich toll. Ja? Und viel spannender ist es zu gucken, dass, warum verhält er sich gerade so? Also welche Verknüpfung ist da gerade da, dass er diesen äußeren Umstand für sich jetzt so und so auslegt? Und dort immer wieder in so ein Check in dir zu gehen. A, natürlich, wenn du mit diesem äußeren Umstand schwer klarkommst, dass dein Partner sich zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass ihr da nicht versucht, gemeinsame Rahmenbedingungen zu verändern, also diesen externen Fakt zu beheben, sondern dass ihr mal reinschaut, was ist denn gerade das interne Programm, was losläuft? Warum ist dein Filterprogramm, dein Thalamus gerade so ausgerichtet, dass du aus der Situation gerade zum Beispiel einen negativen Schluss ziehst? Und was bräuchte es für dich, dass du aus derselben Sache, die da extern auftritt, so bescheiden, wie sich anfühlen mag, dass du die positiv verknüpfst, dass das irgendwas Nettes, was Schönes, was Konstruktives wird, was euch beide oder dich eben voranbringt. Und dann sind wir auf einmal raus aus dieser Opferrolle. Und ich finde, das fühlt sich total lebendig an. Und klar, das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Da kommen auch manchmal Situationen, wo ich sage, boah, die nehme ich voll mit. Da bin ich total identifiziert, wie man so schön sagt. Also ich stecke schon drin in der Rolle, wie in so einer Filmrolle, wo ich jetzt nicht nur spiele, sondern wirklich merke, ich bin gerade das und das. Ne? Also ein guter Schauspieler, der identifiziert sich auch so mit seiner Rolle, dass er das dann wirklich fühlen kann, was da auftritt. Und wenn das auch ein schlechterer Schauspieler ist, kann er in derselben Rolle sein und erfüllt die aber eben nicht ganz so lebendig. Und damit geht es ihm aber auch nicht so nah. Und jetzt könntest du ja sagen, das ist ja scheiße, dann fühle ich das ja gar nicht mehr. Ich finde das Drama ja auch so ein bisschen schön vielleicht. Oder ich finde die Liebe zu meinem Partner so intensiv, die will ich jetzt nicht flacher machen. Und das Witzige ist, du musst die gar nicht flacher machen, sondern in dem Moment, wo du nicht so identifiziert bist, kannst du dich wirklich auf das konzentrieren, was ist denn da wirklich da.
Also du kannst den externen Fakt einfach wahrnehmen. Mhm, mein Partner ist gerade so zu mir, ich bin gerade so zu ihm. Und wie verschalte ich das gerade? Aha, ich verschalte das gerade positiv, das gerade negativ. Das Negative macht mir irgendwie zu schaffen. Da ist mein Leben schwer und traurig. Und wie wäre das jetzt, wenn ich eben nicht in diese Rolle so als Opfer reingehe, ne? Nicht wie dein Kind, was schlecht geträumt hat und du gehst dann hin und sagst, oh, alles ganz schlimm gewesen, ne? Sondern was machst du mit dem Kind wahrscheinlich eher? Du sagst, komm, alles, spür's kurz rein, lass es kurz da sein und ich bin bei dir und du kannst auch gleichzeitig jetzt fühlen, dass es schön ist. Also wir überspielen sozusagen den Thalamus mit einem positiven Effekt von, ich bin da für dich. Und wie wäre das, wenn du es für dich jetzt überspielst, wenn du dich selber mal in den Arm nimmst oder sagst deinem Partner einfach, du, ich bräuchte jetzt gerade mal diese Umarmung, kannst du mich gerade mal in den Arm nehmen? Das würde sich für mich gut anfühlen. Und damit diesen typischen Ablauf, den du so kennst, einfach mal neu überspielst und eine neue Option in dein Leben bringst. Und dann merken wir, dass Glück eben was sehr Variables ist, dass wir nicht so sagen können, der eine hat es, der andere nicht. Und wir können nur sagen, ja, wir haben alle irgendwie Rahmenbedingungen. Und das, was ich daraus mache, wie ich damit umgehe, das darf ich völlig frei wählen. Und das ist gerade deine Entscheidung, die du hast, wie du zukünftig damit umgehst, ob du dein Leben glücklich werden lässt. Und passend dazu kommt, jetzt kommt ein Samstag, genau am 11. ein schöner Kongress raus, Gesund und Glücklich Kongress. Ich verlinke dir den unten, ich darf dort auch als Speaker mit dabei sein und es sind auch viele andere tolle Stimmen noch, die wirklich tolle Statements dazu bringen. Also fühl dich eingeladen, da mal reinzuklicken. Alles Liebe für dich. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist.